Hallo und herzlich willkommen zurück zum regnerischen Sims 3 Part. Wir machen uns am besten jetzt auf den Weg nach Hause, weil... sogar ein Gewitter. Nee. Aha. Ah. Nein, danke. So, was mir eingefallen... Bist du überhaupt? So ein geiles Geräusch, wenn er so... Temperatur 21 Grad. Okay. Ich hatte beim letzten... Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Oder? Weiß ich, also... Wir können es ja erstmal so versuchen. Wenn es zu laut war, werde ich es im nächsten Part ein bisschen runterstellen. Im letzten Part hatte ich vergessen, zu sagen, welche Erweiterung mein Sims 3 hat. Und das möchte ich jetzt mal machen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger und du kannst jetzt ins Bett gehen. Also, mein Sims 3, ich gucke mal, hat die Erweiterungspack Reiseabenteuer, Luxusaccessoires, Late Night, Gib Gas, Inselabenteuer, 4 Jahreszeiten, was hat das? 4 Jahreszeiten, ja. Das waren alle. Kann auch hier der Blitz einschlagen und ein Haus in Flammen setzen? Boah, das hört sich so realistisch geil an. Hoho. Das gewittert ganz schön. Naja, mal gucken, wie der nächste Tag wird, weil wir müssen wann aufstehen? In 7 Stunden startet unser Tag. Und wir haben noch viel zu tun. Ich frage mich, wie der schlafen kann. Naja. Ich habe mir mal heute den T-Mobile Cup angeschaut und muss sagen, das eine Tor von Bayern war nicht schlecht. Da hatte nämlich Ribéry den Ball vom Weiten angenommen und warum geht hier nichts weiter? Achso. Hab mich gerade gewundert, warum das hier nicht weitergeht. Was ist denn das Weiße da? Soll das etwa eine Pfütze dastehen? Oder Schnee? Ah, soll eine Pfütze sein, okay. Sieht so weiß aus. That was she said. Ja, und das Tor war nicht schlecht. Da hatte nämlich Ribéry so einen Pass auf Mandzukic gemacht und der hat ihn reingeköpft. Das war genial. Und gleich wacht er auf und hier, für die Leute, die es nicht mehr sehen werden, hier sieht man sein Gesicht. Guten Morgen. Ja, scheiß Arbeit, ne?
Was? Schlecht geschlafen? Ja, kein Wunder. Dann mach dir mal Waffeln. Oder nee, dafür wirst du nicht mehr die Zeit haben. Now what do we be want? What is Flani? Essen Brot mit Marmelade. Weil wie wir sehen, ist in ein paar Minuten schon die Fahrgemeinschaft da. Und ja. Und es regnet immer. Noch? Hä? Fick dich. Ich esse erstmal was. Du Idiot. Wo bist du überhaupt? Ach da. Was ist das denn für ein Auto? Und was macht das Pferd da? Ich hab ein Pferd in der Nachbarschaft. Schnauze. Gehen wir mit Hotdog? Achso. Aber wir gehen Hauptsache mit der Maske raus. Wir sind der Sido in Sims. Bloß mit einer Alien. Ich dachte schon, er wäre hier weggefahren. Ich hätte ihn sonst... Hallo, guten Tag. Mein Name ist Alien Face. Nie und nimmer. Was für eine Ankündigung. Nicht schlecht. Alter Specht. Wir werden ein bisschen uns bei den Chef einschleimen, weil wie er sieht, hier sind die Leistungen bei meiner Arbeit. Und nein, danke. Und wenn alles wirklich super ist, dunkelgrün bis und weiß nicht was, dann kann er befördert werden. Was machst du da? Schnauzi. Entschuldigung, man will ja hier niemanden beleidigen. So, unser Chef heißt Rodney Sillington. Und unsere Arbeits... oder Bekannte heißt Alouette Bird. Sind wir vielleicht in Frankreich, weil die... ja. Die Namen hören sich so an. So, um 14 Uhr haben wir Feierabend. Boah, so eine Arbeitszeit will ich auch haben. Der arbeitet ja nicht mal 8 Stunden voll. Der arbeitet 6 Stunden nur. Danach braucht er ein bisschen Entspannung. Können wir ihn gerne geben. Und wir haben 154 verdient. Was für ein Verdienst. Oder du solltest dich erstmal duschen gehen. Du stinkst. Haben wir was? Wir haben 2 Bücher im Inventar. Haben wir schon Lebenspunkte? Also Lebenszeitzufriedenspunkte? Nee, ne?
Diese bekommt man, wenn man in diesen oberen Bereich hier ist. Im oberen Gefäß. Dann wird hier angefangen, ja. Punkte zusammen. Warum habe ich jetzt schon eine Rechnung, hä? Ich wohne hier nicht mal einen Tag und schon eine Rechnung. Ich dusche, lala. Lala, lala, la. Ja, was können wir dann Wissenschaftskarriere einfach schlagen? Das können wir jetzt nicht mehr. Wir können uns einen anderen ein Objekt kaufen, eine Waschmaschine. Stimmt. Bevor seine Kleidung hier überall liegen lässt. Gucke mal, ob er das schon getan hat. Nein, zum Glück nicht. Kaufen wir uns eine Waschmaschine. Oder einen Mülleimer. Das geht auch. Wäsche. So, und das müsst ihr wirklich in jeden Raum stellen, da wo er eventuell sich umziehen könnte. Zum Beispiel hier vom Fernsehen, wenn er Aerobik machen möchte. Da ein Wäschekorb. Und oben ein Schlafzimmer würde ich eins hinstellen. Das drehen wir mal ein bisschen. So. Und jetzt brauchen wir noch eine Waschmaschine. Was ist das? Trockner. Waschmaschine. Und danach sind wir, glaube ich, wohl pleite. Jetzt im Ernst, ich habe keinen Platz für eine. Wisst ihr was? Warte mal. Verkaufe diese Scheißtheke. Um da unsere Waschmaschine hinzustellen. Ach ja, dann brauchen wir ja noch eine Wäscheleine, ne? Die stellen wir mal draußen hin. Wie es sich gehört. Und weiter geht's. Und da haben wir unsere ersten Punkte bekommen. 250, um es genau zu sagen. Und jetzt machen wir uns mal was zum Mittag. Danach. Wenn das Spiel mal weitergehen würde. What the... Ja, Leute, ich muss mal kurze Pause machen. Ich weiß nicht, was das ist. Bis gleich. So, Leute, ich bin es nochmal. Leider konnte ich jetzt nichts zu diesem Problem finden. Wenn ihr irgendwie eine Ahnung hättet, wie ich das beheben könnte, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin momentan ein bisschen ahnungslos. Ja, da muss ich leider erstmal den Part beenden. Tut mir furchtbar leid, aber wir haben so die durchschnittliche Aufnahmedauer eh erreicht. Ich werde jetzt mal gucken, auch wegen den Audio-Einstellungen, ob das okay ist. Wenn, dann schraube ich ein bisschen runter für allgemeine Sounds.
Und ansonsten versuche ich dieses Problem schnell wie möglich zu beheben. Und ja, wir sehen uns dann in einem anderen nächsten Part wieder. Bis dann, ciao.